Hier machen wir festen Sauerstoff. Wir nehmen Sauerstoff aus der Flasche, haben wieder unsere Kupferleitungen und werden über flüssigen Stickstoff den Sauerstoff leiten. Und hier sehen wir schon, wie der flüssige Sauerstoff hier in das Gefäß rinnt. Das heißt also, wir destillieren den Sauerstoff ab. Haben hier jetzt diese bläuliche Flüssigkeit und füllen sie in diese Eprovette. Also hier ist flüssiger Sauerstoff, der also in diese Eprovette hier hineinkommt. Und wir zeigen, dass es tatsächlich flüssiger Sauerstoff ist, weil flüssiger Sauerstoff paramagnetisch ist und zwischen diesen starken Magneten gehalten wird. Jetzt brauchen wir aber Helium, um festen Sauerstoff zu machen. Flüssiges Helium bei einer Temperatur von 4,2 Kelvin wird also den Sauerstoff einfrieren, der bei 50 Kelvin in etwa einfriert. Wir können jetzt nicht diesen Trick mit dem Trippelpunkt machen, da wir einen Druck von einem Millibar brauchen. Also es funktioniert nicht mit dem Abpumpen, sondern wir müssen jetzt mit flüssigem Helium kühlen. Geben also hier flüssiges Helium in das Dewar-Gefäß hinein. Man sieht da hier ein bisschen flüssiges Helium. Und jetzt kommt die Eprovette, wo wir vorher den Sauerstoff eingefüllt haben, hier hinein. Und es wird jetzt im flüssigen Helium eingefroren. Wenn wir das hier herausziehen, dann sehen wir jetzt, da kommt also der Sauerstoff in fester Form heraus. Also zumindest 50 Kelvin. Und er hat auch im festen Zustand eine bläuliche Farbe. Also der feste Sauerstoff hat 54,4 Kelvin. Und ist bläulich und wir werden sehen hier, auch der feste Sauerstoff ist paramagnetisch und wird also hier durch einen starken Magneten angezogen. In der Eprovette ist also fester Sauerstoff und wenn wir den da liegen lassen, dann geht der in die Gasphase. Da wird also nichts flüssig, sondern es wird gleich gasförmig.